Bethesda Game Studios presents The Elder Scrolls 5 Skyrim. Seid ihr wach? Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Hohlstadt. Ich komme aus Hohlstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Lara. Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lothir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogen schützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer, ich? Hallo! Wer seid ihr? Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen nochmal hier in der Welt von Skyrim. Jetzt, da die Dialoge erstmal, naja, eine kleine Pause haben, kann ich ja ein wenig reden. Das ist jetzt schon der dritte Anlauf, in dem ich versuche, das Spiel aufzunehmen. Für mich ist es blind, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Wir starten hier jetzt und können uns erstmal
erstmal aussuchen, was wir spielen. In der Charakterstellung hätten wir Nord. Die Bürger von Himmelsrand sind große blonde Menschen. Die Nord sind stark, zäh und für ihre Kälteunempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit der Kraft der Kampfschreie schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. Ich überlege gerade, ob wir uns Nord machen. Was haben wir denn noch? Ork? Als Bewohner der Wrodgarianischen und der Drachenschwanzberge sind orgische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs, ja, und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Das kenne ich doch irgendwoher. Dann hätten wir hier noch die Rotwardone. Die von Natur aus besten Krieger Tamriels, die Rotwardonen aus Hammerfell, sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage, im Kampf die Kraft Adrenalinschub einzusetzen. Das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Dann hätten wir hier noch den Waldelf. Der Volksstamm aus den Wäldern des westlichen Fahlenwald ist auch als Bosmer bekannt. Waldelfen sind gute Kundschafter und Diebe und in ganz Tamriel gibt es keine besseren Schützen. Sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten und sie befehlen Tieren, mit der Kraft Tier beherrschen, für sie zu kämpfen. Anscheinend heißt die Welt, in der wir hier sind, Tamriel. Was haben wir hier? Den Khajiit oder die Khajiit. Es ist ja immer ein ganzes Volk, das hier aufgelistet wird. Sie stammen aus der Provinz Elsweyre. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Verzeiht mir, Leute. Ich sag dazu jetzt einfach Elsweyre. Sie sind intelligent, schnell und behende. Sie sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Khajiit können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Kaiserlicher. Die Einwohner von Cidruil haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Nicht verwiesen. Verzeiht mich, bin ein bisschen nervös. Neues Let's Play, wisst ihr ja, ne? Und, ja. Für mich ist das wie immer spannend, da ich das Spiel noch gar nicht kenne. Ja, und die Kaiserlichen, die sind außerdem geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Mit der Kraft Stimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Hochelf, die in ihrer Heimat, den Somerset-Inseln, auch unter den Namen Altmeer bekannten Hochelfen, sind das begabteste Volk in den arkanen Künsten. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um ihre Magiker schnell zu regenerieren. Dunkelelf. Die in Morrowind beheimateten Dunkelelfen oder auch Dunmer verfügen über bemerkenswerte Schleich- und große magische Kräfte. Sie besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Feuer und können die Kraft Zorn der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgeben. Bretone oder Breton. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kampfdrachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Und zu guter Letzt hätten wir noch die Argonier. Diese Reptilienwesen, optimal an das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarzmarsch angepasst, besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Mit ihrer Kraft heilende Haut können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. So, kommen wir zur Charaktererstellung. Ich würde sagen, wir spielen in diesem Let's Play also entweder Nord oder, ich schau nochmal, Rotwardone, Waldelf. Ich denke mal, wir machen uns Nord. So, weiter beenden und dem Charakter einen Namen geben. Nein, Moment, ich will doch... hier, weiter. So, Körper. Geschlecht männlich, da schaue ich mir jetzt mal ein bisschen die Vorgaben an. Ja, nee, das ist alles irgendwie... Lassen wir mal beim Anfang. Das Gewicht, das verändern wir mal so ein bisschen. Machen wir einen ganz breit gebauten. Oder machen wir so ein... Oder wir machen so einen ganz dünnen, der ist so ganz schmächtig. Nein, ich würde mal sagen, wir machen hier so einen so. Ah, ja. Hautfarbe, das passt eigentlich. Das machen wir mal hier noch so ein bisschen. Das war's dann für diesen Aspekt. Kommen wir zum Kopf. Gesichtsfarbe, Schmutz. Schmutz, das muss ja wohl gar nicht sein. Danke. So, dann schauen wir mal. Narben, Kriegsbemalung. Das ist interessant. Ah, das hier sieht ziemlich... Ja, oder so eine zwei Streifen. So. Das sieht interessant aus. Hier hat er irgendwie so einen Händeabdruck. Was haben wir hier? Na, das ist irgendwie...
Nicht das Wahre. Das hier sieht geil aus. Und jetzt noch die Farbe der Bemalung vielleicht noch in so ein Rot. Oder Moment, kann ich die Farbe Rot nehmen und dann schauen wir uns mal die anderen an. Oh yeah. Also mir gefällt das und wie gesagt, ich spiele hier rein aus meinem persönlichen Stil. Ja, also wollte ich nur mal erwähnt haben, nicht, dass irgendjemand sagt, das sieht total scheiße aus. Ja, dann schaut bei jemand anderem das Let's Play oder guckt es gar nicht so. Das hier sieht irgendwie ganz seltsam aus. Und ja, verzeiht mir Leute, ich brauche lange für die Charaktererstellung. Ich würde mal sagen, Moment, wir lassen die mal raus, die Kriegsbemalung, und gehen dafür jetzt erstmal über zum... Ach komm, der ist hier doch irgendwo, oder? Hallo? Augen, Braue, Mund, Haare. Da wollte ich hin, zum Bart. So, denn das geht erstmal gar nicht. Da musst du ein bisschen so hier, kannst du mal gucken, so... Ja, ne? So, zeig mal, was haben wir denn da so? Das ist nicht so ganz das, was ich will. Noch nicht. Nein. Nein, 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 nein. Aber wir kommen der Sache schon näher, denke ich. Ja. Nein. Komm. Hallo. Mal schauen, ob das dabei ist, was ich suche. Joa, das lässt sich doch... Ah, okay, die Haarfarbe. Was machen wir uns da denn mal? Machen wir uns mal so einen schwarzen Mädler. Oder machen wir uns so ein Opa hier mit weißen Haaren? Ah, das ist auch interessant, aber... Nee, ich will jetzt mal hier... Komm, mach mal hier... Moment, etwas heller. So ein bisschen hellbraun noch. Dass das halbwegs normal aussieht. Ja, oder blond. Aber da sehen Bärte immer nicht so wirklich gut aus. Wir machen das mal so und ändern die Frisur. Weil ich finde, die geht irgendwie nicht. Boah, das hier sieht ja ziemlich... awesome aus, muss ich sagen, aber ich glaube, so könnten wir das lassen, ne? Ja, ja, komm, die Frisur will ich haben. So, jetzt ändern wir noch... Hallo? Moment. Ich komme nicht mehr zurück. Was habe ich getan? Ja, die Haare passen so. Also würde ich mal sagen, beenden und dem Charakter einen Namen geben. Wir sind Dash, beziehungsweise so nenne ich mich. Und wir starten jetzt hier in Skyrim. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Das werden wir noch sehen. Verdammt, die wollen mich umbringen. Aber ich folge ihnen, Hauptmann. Ja, verdammt. Ich hoffe, wir überleben das doch noch irgendwie. Ich will nicht sterben! Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was zum... Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Nein, 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 warte, warte, halt, warte! Zu spät. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Moment mal, wir... Na, ich... Warte. Was war das? Was ist das? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Oh nein. Ihr kriegt mich nicht, ihr... Na, ah, Leute, ich bewege mich gerade nicht von allein. Scheiße.
Ich glaube, wir starten das Spiel und da fängt auch schon, ja, das Ende an. Nein, nein. Ja, warte mal. Ein Drache. Wachposten, was habt ihr gesehen? Helf mir, Großer. Komm schon. Tun wir's. Los, los, los. Ja! Hehe! So muss das sein! Bäm! Wow! Verdammt, verdammt, verdammt! Leute, ich... wo bin ich? Begonnen! Entfesselt! Und ich renne erstmal vor dem Drachen weg, denn ich denke, er ist gerade eine Gefährlichkeit für... ja, eine Gefahr für jeden. Nicht Gefährlichkeit, was laber ich denn da? Helft mir! Ich will hier irgendwie weg! Oh, verdammt! Was zum... der Große ist ganz schön heiß! Ah, verdammt! Wie komme ich jetzt hier weiter? Hoch da, hoch da, hoch da! Ich muss hier irgendwie... okay, laufen wir! Ich spring! Oh, verdammt! Wo muss ich hin? Lasst mich hier irgendwie... raus! Ich will hier... weg! Weg, weg, weg! Was macht ihr hier? Der Drache, er... oh, oh. Verdammte Scheiße! Verdammt, jetzt... Ich muss um mein Leben rennen. Ganz eindeutig. Was machst du hier? Los, los, los! Lauft und bleibt hier nicht stehen! Ihr könnt nicht überleben! Was macht ihr da? Raus, raus, raus. Irgendwie raus hier. Kommt schon. Ihr könnt ihn doch nicht... er wird euch töten. Verdammt, Leute. Verdammt. Lasst den Drachen doch... ihr macht ihn nur... oh, ihr macht ihn doch nur... noch wütender. Wo müssen wir hin? Lauf. Los. Bring mich hier weg. Bring mich hier weg, Mann. Also der hier vorne möchte uns retten und ich finde es schon mal gut, dass wir die Questgeber angedeutet bekommen mit diesem weißen Pfeilchen da. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und... oh, der Drache, er fliegt, er fliegt! Scheiße, mein Ziel ist die Festung Helgen. Schlage dich zur Festung durch, betritt die Festung mit Hatwa oder Ralov. Okay, zur Festung Helgen. Ich würde mal sagen, wir betreten sie jetzt mit ihm oder mit ihm. Ich bin gerade am Überlegen. Nein, aber ich kann nicht überlegen. Schnell, rein hier, rein hier. Oh, verdammt, ihr seht, wir sind Stufe 1 und dieser Drache. Puh, ich sag euch. Heißes Teil. Abgeschlossen, betritt die Festung mit Radwa oder... Hatwa oder Ralov. Entkomme aus Helgen. Was haben wir hier? Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Natürlich war das ein Drache. Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Gut. Versuch's. Ralov? Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Okay, vielen Dank. Unsere allererste Ausrüstung. So, Objekte. Ziehen wir sie doch mal an. Waffen. Was haben wir denn hier? Eine Eisenkriegsaxt. Haben wir auch was bei Bekleidung? Wir haben Fellstiefel und wir haben einen Sturmmantel, Brustpanzer. Sehr schön. Das war's dann erstmal und ich gehe jetzt mal wieder hier aus dem Menü. Menü, verzeiht mir. So, auf R machen wir die Waffe bereit. Ich nehme mal den Krug mit und die Laterne und alles, was hier rumliegt. Und ich würde sagen, für den ersten Part Skyrim reicht das erstmal. Dann müssen wir die Tür irgendwie anders öffnen. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Huch, das Quest-Tagebuch. Ja, ja, ja. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich speichere jetzt hier und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Skyrim. Die Charaktererstellung hat ja so lange gedauert. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen hoch oder runter gebt, je nachdem, ob es euch
gefallen hat, obwohl jetzt noch nicht so viel passiert ist oder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Skyrim. Ich bin raus. Bis dann. Tschö. Tschö.